So, heute werde ich mal in diesem Mazda 3 den Innenraumluftfilter wechseln. Das Werkzeug, das ich dafür benutze, ist ein 12 mm Schlüssel und ein Kreuzschrittschraubenzieher und dann noch etwas Licht. Und die Position des Luftfilters ist hier auf der Beifahrerseite unterhalb des Handschuhfaches, also links in der Ecke, das kleine graue Stück, was man da sieht. Um da ranzukommen, geht es erstmal los hier mit dieser Abdeckung unterhalb des Handschuhfachs. Die nimmt man einfach ab. Und dann sieht man hier den Sicherungskasten. Dort sind dann hier ein paar Kabel angebracht. Da muss man hier nur die Stecker lösen, indem man jeweils diesen schwarzen Hebel umklappt. Dann kommt der Stecker schon automatisch raus. Dann hier kann man dann den Sicherungskasten nochmal aufklappen. Und da sind dann nochmal drei weitere Stecker, die man noch lösen muss. Und sobald man das getan hat, zeige ich euch jetzt gleich hier, dann nimmt man den, zieht man den Sicherungskasten einfach raus. Den kann man komplett hier rausnehmen. Und sobald der entfernt ist, sieht man hier hinten diese Metallklammer, die da hinten ist, da benutzt man jetzt den 12 mm Schlüssel. Der ist mit zwei Schrauben hier befestigt, zwei Muttern. Die nimmt man einfach ab. Und dann an dieser Klammer hier ist noch der Kabelbaum an drei Stellen befestigt und dann noch der Teppich auch. Das nimmt man dann alles ab. Und sobald man damit fertig ist, dann kann man hier links diese Plastikabdeckung abnehmen. Da nimmt man dann den Kreuzschlitzschraubenzieher, eine Schraube und dann kann man den auch schon das ganze Teil hier abziehen. Einfach so. Und dann sieht man ab jetzt hier die komplette Abdeckung da hinten in der Ecke. Das ist dann der Luftfilterkasten. So, und der ist hier mit insgesamt vier Schrauben verschlossen. Hier unten sind zwei. Und dann oben in der Ecke ist nochmal links eine und dann rechts oben. Kann man im Moment nicht sehen hinter dem Stück Teppich, was da ist. Das ist im Moment verdeckt. So, dann nimmt man die Schrauben nochmal raus und dann kann man hier den Deckel abnehmen. Und dann sieht man hier die Luftfilterelemente. Da sind zwei Elemente drin. Die sind übereinander gestapelt. Die zieht man dann einfach raus. Und dann kann man hier am besten noch ein bisschen das Laub oder was auch immer hier. Ich habe da viele Tannennadeln da drin. Die zieht man alle raus und macht das ein bisschen sauber. Und dann hat man hier den neuen Luftfilter. Das sind auch wieder zwei Teile. Da muss man aufpassen. Das eine Teil hat oben diese Gummierung. Die gehört dann ganz nach oben in den Luftfilter. Und dann muss man hier noch aufpassen, diese Pfeile. Die zeigen an quasi die Windrichtung. Also die zeigen ins Fahrzeuginnere in diesem Fall. So sieht man hier erstmal das Filterelement mit der Gummierung oben drauf. Kommt zuerst rein, schiebt man ganz nach oben. Und dann kommt das zweite Teil. Ebenfalls darauf achten, dass der Pfeil hier an der Seite in die richtige Richtung, jetzt in diesem Fall nach links zeigt. So, wenn das zweite Element dann drin ist, dann einfach wieder die Abdeckung drauf und die vier Schrauben mit den vier Schrauben wieder verschließen und dann den Rest einfach wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und schon ist man fertig.